Ja, Christoph, gratuliere zum etwas überraschenden Sieg. Der Kipro hat vorher hat noch eine Runde mehr gemacht, hat noch nicht genug gehabt und du hast ihn geerbt. Ja, was sagst du dazu? Ja, ist mir auch schon so gegangen. Also, ich meine, das ist Sportler-Pech, das kann es geben. Es ist ja, schade für ihn. Ich meine, vom Chance her hatte ich eh keine gehabt. Das ist schon so. Jetzt natürlich überglücklich, als es mir gelangt hat, das ist klar. Ja. Dir persönlich, wie ist es gelaufen? Bist du zufrieden mit dem Lauf, wie es dir gegangen ist? Ja, sehr gut. Also für mich war es ein Formtest. Ich habe heute Morgen schon 20 km gelaufen, ein bisschen einlaufen und jetzt eigentlich so ein schnelles Training. Das Ziel ist eben, zwei Wochen Marathon zu laufen und das war jetzt eine gute Vorbereitung darauf. Ja. Du bist jetzt voll im Kurs, dem Ball. Ja, also die Form stimmt. Jetzt habe ich auch von der Bayern ist gut gewesen. Schnaufen ist gewöhnungsbedürftig auf der besetzten Stein so schnell, aber es ist genial. Ja. Woher bist du? Bist du Zofinger oder wie gefällt dir die Atmosphäre hier in Zofingen am Stadtlauf? Also ich war schon 2-3 Mal da, ich komme aber von Köliken. Das ist ja, das Nachbardorf, ein bisschen weiter weg. Aber die Atmosphäre ist genial. Also mit dem Wetter stimmt, es hat genug Zuschauer da und die führen einem wirklich an. Das ist sensationell. Und nächstes Jahr wieder? VfL, ja. Wunderbar, gratuliere und geniesse es. Schönen Abend. Danke vielmals, merci.